what you wish. Okay. Achso, haben wir eine leere Waffenkiste? Ich muss. Der Krux wollte ja diesen Dings haben, den ich hier habe. Den. Ich den hier, ne? Hätte das Donnerswort zu haben, Croxy. Pack ich den hier nämlich rein. Den Zauberstab. Dann liegt er in der Kiste. So, ich habe Tränke. Ich nehme alle Stäbe und dann pick ich mir schon den besten raus. Okay. Es ist halt ein legendärer, ne? Deswegen. Ja. Hier sind die ganzen alten Bücher drin, verstehe. Ich guck doch da unten auch. Nix. Hier habe ich nix. Da sind die Ringe drin. Da habe ich nichts von. Hier ist leer. Aber. Waren jetzt eigentlich die Münzen? Achso, ich muss ja die Bäuerin hinstellen, wa? Dann. Nee. Achso, ich habe einen Trank in der Tasche. So, also. Die werte Dame stelle ich mal. Sieht ja süß aus. Hey! Habt ihr auch die Quest gerade abgeschlossen? Ja. Yep. Gut. What a nice surprise. Ich habe noch Stuff in meiner Hotbar, ich weiß. Saatbeet und Farmboden. Erde und Knochenmehl braucht. Ach so, okay. Saatbeet. Mobiliar. Wäre natürlich auch cool, wenn ich hier oben drauf lauter Beete mache, wa? Cool. Aber dafür brauche ich dann Farmboden. Kann ich nicht. Popcorn, Maiskolben und Honig. Süß, plus 7 Ausdauerregeneration. Ja, das ist eine kaputte Unterjägerin. Ich kann eine bessere Ausrüstung machen anscheinend bei ihr. Die sieht sogar ganz cool aus, die Rüstung. Muss ich Saatbeete bauen oder kann ich auch einfach draußen die Erde umflügen? Kann ich gar nicht, ne? Gute Frage. Ist hier der Unterschied zwischen der Rüstung? Gar nichts. Sieht anders aus. Also wir haben Erde und wir haben Knochenmehl, soweit ich weiß. Ich packe mal kurz den Stab weg. Weitläufer-Set und Schützen-Set. Was ist da der Unterschied, ne? Mit Saatbeet machst du Setzung und die pflanzt du draußen. Okay. So, wir hatten doch irgendwo Knochenmehl, right? Das ist doch Knochenmehl, ne? Ja. Leinen, also wir brauchen Leinen. Und die hat ja eine Quest gegeben, damit wir hier. Dann brauche ich Erde, hatten wir auch irgendwo. Genau, die Handspindel der Jägerin. Hier. Bessere Rüstung. Erde. In der Nähe vom Westgut. Dann. Habe ich Farmboden. Das ist witzig, ne? Die hat jetzt gerade eine Quest links neben der Krypta, wo wir gerade waren. Toll. So, achso, ich brauche Holzscheiter. Holzscheiter, Holz, piepen mal. Ast, Holz. Thorsten? Hm? Wo packe ich eigentlich Pfeile hin? Wenn die Waffenkiste. Also wenn du Feuerpfeile hast, kannst du mir die auch geben. Jo, dann da will ich einstecken. Wo ist er? Da ist er, das hin.
Wir müssen nur bedenken, Maxian, Ist nice. Das Loch wird hier immer ein Loch bleiben dann, ne? Das respawnt ja nicht. Habt ihr eigentlich, wer von euch hat denn dieses komische Loch eigentlich gebuddelt? Ich bin da vorhin fünfmal reingefallen. Ich glaube, den Anfang habe ich gemacht, weil ich Thorsten Feuersteine besorgen wollte. Aber bis dass ich dann gemerkt habe, dass es schon innerhalb der Baureichweite der Basis leider ist. Aber ihr könnt das doch mit der Hacke zumachen, wieder. Also ihr könntet das ja plankieren, ja. Könnten wir. Das hast du natürlich meinen Berg weggemacht, wo ich ein Haus bauen wollte. Echt? Mhm. Oh je. Yeah. Also, doch hier oben, sobald wir ausgebaut haben, baue ich hier oben. Du kannst gerne dann in dem Loch ein Haus bauen. Nein. Was willst du machen mit dem Loch? Ich Oder du möchte gerne weit, weit tief nach unten graben. Ich kann ja unter der. Wir können ja die Mine so bauen, dass sie unter meinem Haus ist. Das stört mich ja nicht. Weiß ich meine? Er hofft auf einen Ballrock zu stoßen. Ah, verstehe, verstehe. Ich habe hier schon einen fliegenden Baum, also. Ich ist das schon cool. Ach so, stimmt. Ich würde das nachher einfach so machen, dass wir hier oben. Dann wieder das zumachen, sodass ich Baufläche habe und darunter ist mir wurscht, ob da ein Loch ist oder nicht. Mhm. Huch. Habe ich halt einen ausgebauten Keller. Einen riesen Keller. Ja. Mein Keller. Also, ich denke, da kann man schon was machen. Ja, ich mag es auf Berge zu bauen. Mal gucken, vielleicht müssen die Flamme eh ausbauen. Apropos Flamme ausbauen. Was fehlt jetzt die Frage, eigentlich ne? dafür? Ich guck mal gerade. Die nächste Stufe müsste ein... Also es sind dann Bossköpfe vonnöten, je nachdem, welche Stufe das ist. Ich guck mal gerade. Wachs, Salz, Funken, Miasmaholz, Feuerstein, Kohle, Plünderer, Mutterkopf. Das haben wir davon gemacht, Thorsten. Hast du einen Kopf bekommen? Yes. Ah, cool. Ja, dann könnten wir das sogar machen. Ich würde gerne alles in der Tasche haben. Aber ich brauche 5 Funken. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht, oder? Warte mal. Kleiner Tipp hier. Die Funken respawnen in den Altaren. Ach, hier sind 7 drin. Passt. Also wir haben das hier. Weißt du, wo du den Kopf... Der Kopf ist bei mir unter der Treppe in der Kiste drin. Ah. Ich musste schnell ausleeren, weil du los wolltest. Ich durfte ja meine Leuchtkette nicht weiterbauen. Und der Treppe hier. Oh, das schallt so krass bei dir. Kopf habe ich. So, denn. Was war noch? Salz, ne? Warte mal. Wachs, Salz, Miasmaholz, Wachs, Salz. Wachs, wo war das? Das war doch hier irgendwo. Hier? Ne, es ist Harz. Warte mal. Wachs. Salz. Großer Sachs. Oh Gott, haben wir nur 7 Feuersteine? Ja, obwohl ihr farmt ja gerade welches, ne? Wir farmen gerade welche, ja. Voll gut. Ich habe jetzt schon 198 einstecken. Ich guck mal kurz. Ja, ich brauche noch 3. 3 und dann brauche ich noch 10 Kohle. Ich glaube, dann haben wir es. Kohle war. Kohle? Ja. Oder? Okay, ich komme zu dir. So. Ich bin bei dir. Nee, ich bin neben dir. Ich habe nicht gesehen, dass es eine Wand war. Hier. Sonst gib mir einfach alles, ich pack's in die Truhe. Du willst Feuerstein. Yes, sir. Thank you.
Ah, oh Gott. Hechtsprung. Hechtsprung. Flamme wollte ich. Halt. Da, war richtig. So, dann stärken wir die Flamme jetzt. Nice. So. Die Linie von dem Berg noch weiter weg. Lass den Bergschemik sehen, wirklich. Ich will darauf bauen. Ich habe noch keinen Bauplatz. Da ich kann nicht mehr Balkon erweitern. Ja. Könnt, ja. Warte, aus wohin geht die Linie jetzt? Ich guck mal gerade. Hä? Was wohin geht die Linie? Sehe ich die nicht mehr? Da ist die Linie. Wo? Oh, nee. Da. Ich sehe keine Linie. Guck doch bei mir. Hier ist keine Linie. Ich glaube, du musst, die du musst ein, ach, den Bauhammer. Du musst ein Werkzeug in die Hand verstehe, nehmen. Verstehe. Okay. Ach, Mann, ich bin wieder reingebracht. Oh Gott, dieses Ding nervt. Warum hast du nicht einen richtigen Eingang gebaut, ha? Erklär mir das mal. Einfach ein Loch und dann geradeaus. Wie bei Minecraft. Nein. Ja, dort, wo du jetzt buddelst, Maxchen, dort respawnst. Ich weiß. Achso, okay. Ah, okay. I know. Alright. So, mal gucken, bis wohin habt ihr denn jetzt eure Linien? Desert hat wieder ein bisschen Platz. Oh ja. Stimmt, jetzt kannst du hier dein, was auch immer du da gemacht hast, bei der Bahn. Obwohl, naja. Also, ich wollte eigentlich nur hier bauen, damit, wenn jetzt einer hier hinterläuft, nicht einfach gleich runterfällt. Ich wollte halt hier so einen kleinen Ausblick. Guck mal, so weit ist gar nicht hier. Also. Ja. So schön in dem blauen Nebel wollte ich halt so. Schon cool. Ja. Vor allem mit den Schneebergen im Hintergrund. Ist gut. Ich blöd, wo sind jetzt die ganzen Glühwürmchen hin? Wann noch? Die Glühwürmchen sind eine Kiste. Die habe ich in einer Kiste unterm Salz sortiert. In der Kiste, wo Salz mit drinnen ist, habe ich sie umsortiert. So, Max, dann hat auch ordentlich Platz. Bitte? Der ist schon alles umsortiert. Kenne ich mir eine Maus. Nee, es war nur ein. Naja. Ja, trotzdem. Ich bin Level 7. Unschuldiger Level 7. Max, was hast du denn hier gebaut? Hast du eine Statue gemacht oder ein Grab? Oder was sollte das hier werden? Hinter deinem Haus ist so ein Ding entstanden. Mit fliegenden kleinen Wupsels in der Luft. Fliegende kleine Wupsels? Ja, schau doch im Stream. Da ist ein Wupsel, hier ist ein Wupsel. Hier ist ein. Ja. Ich hab nur da ausgegraben. Ist mir nur gerade aufgefallen. Das ist scheinbar respawned. Das sieht witzig aus. Ja, aber so richtig komisch gespawnt. Das ist eine antike Statue. Ich glaube auch. Vor allem mit dem Loch hier in der Mitte auch. Hier, weißt du? Hier so. Wie durchgeschnitten. Wir sind zu arg eskaliert und haben schon durchgespielt, aber es geht bei euch ja auch schon schön. Es geht, gell? So, Thorsten, die Linie ist genau bis an den Balkon ran. Immer noch? Ja. Hä? Ist das nicht gewachsen? Nein, sie ist nicht gewachsen, sie ist stärker geworden. Beim nächsten Mal wächst sie erst, oder? Genau, du kannst die Flamme auf zwei Arten. Du kannst einmal erhöhen, damit du in den höheren Shroud kannst, und einmal kannst die Flamme generell von der Fläche eher erhöhen. Was ihr jetzt erhöht habt, ist quasi, dass wir die nächste. Die Stärke. Nee, ich habe die Stärke gemacht. Aber ich kann auch gerne kurz die Seelen. Nee, wir haben gar keine Seelen. Erstmal sind doch die kann man ja. 10 Stück bräuchte ich. Die Funken habe ich in der Tasche. 5 haben wir da drin. Okay, 10 bräuchte ich. Was ist denn da? Alchemist oder wo? Ja. Zeig. Erstmal Seele brauchen noch Flüssigkeit. Ich werde herstellen. Nee, Flüssigkeit ist da. In der Kiste. Ich habe auch noch Seelen natürlich. Spuren. Okay, man merke, man kann 15 Wasser
schöpfen aus dem Brunnen, dann ist er erschöpft, dann braucht er wahrscheinlich eine Zeit zum Respawnen. Wie viel hast du gerade? Ich habe keine, ich habe dir gerade 8 Sporen gegeben, weil das einzige ist, was ich hatte. 10 Sporen, glaube ich, brauchst du für eine Seele, wenn ich mal richtig im Kopf habe. Brauchst du noch Sporen, Thorsten? Nein, nein, alles gut. Also ich habe Flammen habe ich in der Tasche. Zeug damit. Was? Achso, hast du mir gegeben? Hab ich nicht mitgekriegt. Ah ja. Okay, dann. Okay. Aufgewertet. Ganz unspektakulär. Okay, jetzt müssen wir gucken, bis wohin geht jetzt die Linie? Ah ja, jetzt so. Deswegen hat sich nichts verändert. Ohne erweitern. Und einen Garten anlegen. Oh mein Gott, Ziegen und Esel. Ja. Na hier, nimm mal Hammer in die Hand. Bis hier geht die. So, jetzt. Ich kann den Garten anlegen und mein Balkon hier weiter an. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, dass die ganzen Gebirge hier verschwinden werden, oder? Aber was macht denn der Mix denn hier? Hat der so eine Steinwand aufgestellt? Nein, das ist eine antike Statue aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Abstrakt. Aber könnt ihr die Berge bitte hier stehen lassen oder erweitern? Ich würde nicht ganz Flachland haben wollen. Ah, jetzt kann der seit hier seine Linie. Oha, der seit jetzt kannst du aber. Auch außen bauen? Aha. Jetzt kannst du aber richtig nice. Über Kong bauen. Finde ich cool. Jetzt hast du ein richtiges. Ich immer, dass ich eigentlich so Bäumchen immer stehen lassen möchte, aber der Maxin kommt daher und hackt sie einmal immer weg. Also, Thorsten, ich pflanze gerade oben Tannenbäume an und Büsche, die können wir so auch hinstellen. Oha, schau mal, wie jetzt mein Zimmer leuchtet. Ja, ich weiß. Schau mal an, wie mein Dach leuchtet. Richtig krass mit dem Nebel. Also ich mache gerade Setzlinge und die kann ich dann setzen für dich. Also. Machst du einen kleinen Campingplatz damit? Ja klar, ich charter kurz ein Wohnmobil, ja, kein Ding. Also ich habe jetzt über Setzlinge... Was hast du eigentlich zu deinem Gästezimmer gesagt? Weiß nicht, war es schon eingerichtet? Ja, es gibt ein Zimmer, das eingerichtet ist. Achso, ich dachte, das ist mit deinem Zimmer. Das habe ich gesehen, das habe ich doch gesagt, sieht cool aus. Habe ich doch gesagt. Ja, wenn ich am Boden schlafen muss. Ja, da ist das Lager mein Zuhause. Okay, wieso fehlt hier eine Wand? Keine Ahnung. Hallo Wand? Dies kann ich da nicht sagen. Ich weiß nicht. Maxin ist der Wandklauer. So, da stehen jetzt lauter Büsche und dann haben wir hier Tomaten und wo ist denn nicht meine blöde Hacke? Nicht reingepackt, ne? Mal kurz was probieren. Ja. Neuer Ort markiert. Okay. Wo. Ja, der Tester rennt schon wieder in anderen Gebieten rum. So. Hey, ich bin nur zu dem Tower schnell kurz hier hingegangen. Ja, ja genau, du rennst in Gebieten rum, wo wir nicht waren. Deswegen hast du da aktiviert. Wo ist denn hier die Dingshacke? Hacke? Wo ist mein. Ach hier, Harke. Ich will mal was gucken. Ich habe das nämlich gesehen. Jetzt wieder dazu. Ja, schön. Oh. Habe ich jetzt was eingesammelt aus Versehen? Ja. Ich habe einen Bärensetzling eingesammelt. Oh nein! Kann ich den einfach wieder pflanzen? Achso, ja. Ja, du müsstest den in der Tasche haben. Ja, ich habe den. Ja, aber wie kann ich ihn pflanzen? Brauche ich da eine Hake dazu, oder? Nee. Einfach in deinen Slot unten reinpacken. So, als wenn du was sitzen würdest. Also ich weiß nicht, wie ich das Loch wieder zukriegen soll, ehrlich gesagt. Diesen Schandfleck von Loch. Jetzt muss der wieder zumachen, der ist aufgemacht. Ich versuch's gerade zuzumachen. Es geht aber nicht. Nicht genügend freier Platz, sagt er immer.
Und wenn ich was probiere, dann geht das Loch nur weiter runter, anstatt weiter hoch. Ja, du musst es auffüllen. Ja, wie? Das Baumenü über Terra. Ganz so. Unten kannst du es dann auffüllen. Hä? Hm, über den Bauhammer. Oder was? Ja. Ja. Bauhammer aus, gibst du das, dann drückst du Alt und dann ganz unten. Ah! Oh Mann. Okay, rotier mir das doch. Ja, aber. Ja, du... Hä? Ach so, warte mal erstmal so. So, und dann Terrain. Formen. Ja, warte mal. Steine. Scheibe. Wo ist hier auffüllen? Was ist das hier? Wo ist dann auffüllen? Du kannst zum Beispiel mit dem Würfel ganz vorne nehmen und dann auffüllen. Ach du Heilige. Ja, aber dann wird es ja gar nicht rund. Ich wollte es ja rund haben wieder. Wie rund? Nee, ist ja ein rundes Ding. Ja, das musst du ja dann so bauen. Du musst ja dann wieder was rausnehmen oder du nimmst das zweite, dann hast du wegen so eine Art Felsen. Aber das wird jetzt etwas dauern, bis du das aufgefüllt hast. Und hier kann ich nicht, weil er sagt, nicht genug Platz. Wahrscheinlich wegen der Linie, oder? Ah. Hm. Naja. Dann... Ja. Ich glaube, so geht das aber, dass man es rund bekommt wieder. Das Loch da drin ist mir vielleicht wurscht. Mir geht es ja nur um das oben. Ich will nicht das ganze Ding wieder voll machen. Das will ich ja gar nicht. So. Sieht von oben, wenn man so runterläuft, merkt man es nicht mehr. Das merkt man dann, wenn man hier drin abstürzt. Aber da würde ich dann beim nächsten Mal einfach einen coolen Gang reinbauen, auch in die Mine, glaube ich. Mhm. Spawnt ja jetzt eh nichts mehr nach, weil es bei uns im Gebiet ist, ne? Genau, richtig. Ja, ja. Die Frage ist aber, ob Maxian noch hier weiter und tiefer buddeln möchte. Na, er wollte ja tief buddeln, dachte ich. Hat er doch gesagt, oder? Er wollte doch irgendwie tief gehen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, aber ist das Feuerstein hier drinnen, ist glaube ich verbraucht, oder? Buddel gerade woanders. Achso. Okay. Ich hab doch gesagt, du kannst doch hier bauen. Haben wir hier eine geile Mine. Ja. Aber ich werde. Dann werde ich später dort noch weiter bauen. Ja, ja, ich habe jetzt nur hier, gucke, ich habe euch hier das Loch gelassen. Mhm. Also ihr könnt ruhig das hier ausbauen, ne? Solange die Decke oben bleibt, ist mir das völlig wurscht. Und dann baue ich nächstes Mal einfach hier so einen coolen Eingang in die Mine rein. So mit Stützen und so, mit ein paar Lichtern. Bestimmt geil. Und dann habe ich da später oben mein Haus einfach drauf. Dann haben wir einen Eingang hier so mit einem. Vielleicht macht ihr das so groß wie es jetzt ist, sollte sogar ein Tor hin. Warte mal. Wir haben noch ein fertiges Holztor irgendwo. Ja. In einer der Kisten. Ja, wie groß ist denn das? Kann man das dann setzen ohne Rahmen? Ja, ne? Dann würde ich das nämlich. Ich weiß nicht in welcher Kiste, ne? Das ist die Seitkiste, wo wir eine Zeit lang das ganze Zeug zwischengelagert haben zum Sortieren. Das müsste die Kiste. Ach hier, ich hab sie gefunden. Okay, gucken wir mal. Naja, so, jetzt mal angenommen. Oh Mann, nee, ich fall immer ins Loch. Okay, angenommen. Man geht, man müsste noch einen richtigen Eingang bauen und Aufgang. Aber angenommen, man macht das so. Ja, dann müsste das hier tiefer. Und das wäre dann hier so später
Ich baue mal schon mal einfach den Grundriss von der Tür. Ich glaube, mit Feuerstein ist ja nichts mehr, glaube ich. Weiß ja nicht, ob wenn ihr tiefer kommt. Ja, ich gehe jetzt mal außerhalb von unserer Base. Da habe ich einen Schacht gesehen mit Feuerstein. Nee, hinten. Ja. Habe ich dir doch gezeigt gerade. Hast du das nicht gesehen? Ach, da hinten an der Wand dran, glaube ich. An der Felswand, glaube ich. War nee, auch noch. Nee, hier direkt, wo das Meersmeergebiet ist. Links davon quasi Richtung, wo der Weg ist. Da ist. Du kannst auch, wenn du vor Richtung der Brücke gehst, hast du doch links doch mal, wo du das erste Mal den Haken verwenden kannst. Jawohl. Wenn du hochgehst, da ist in der Nähe dann auch so eine Höhle mit jeder Menge Feuerstein. Ah ja, okay, nice. Ja, hier wäre was, aber das ist noch im Baugebiet. Das lassen wir mal. Ja. Also, dass wir das nächste Loch haben, was gefüllt werden muss sonst. Okay. Ja, das ist ja schnell gemacht, ja. Das Füllen. So. Können wir da eine Mine draus machen später? Also Tür steht, man kommt auch durch. Das Dach muss ich dann später noch machen, aber ich baue euch sonst zu, wenn ich es jetzt mache. Sieht eigentlich ganz cool aus von hier so. So eine kleine Laterne da dran. Also eigentlich sieht der ganz cool aus. Ja, guck doch. Sieht doch cool aus, oder nicht? Ja, ich sag doch nichts. Ich versuch's jetzt nur noch mal hier ein bisschen. Wow! Noch... Gott, wo kommst du denn hier? Wo ist meine Waffe? Ah! Da, wo sie hingesteckt hat. Hallo? Hallo. Was macht der denn hier? Spinnst du oder was? Ich möchte kuscheln. Hier wird nicht gekuschelt. Was? So, dann ist auf jeden Fall die Tür schon mal drin und dann könnt ihr euch austauben. Da. Zack. Pum, peng, padau. Bin ich fertig für heute. Ihr habt wieder Bauplatz, wir haben wieder einen Plan und dann können wir nächstes Mal wieder questen. Sehr schön. Die Bäuerin haben wir jetzt auch. Damit haben wir jetzt alle NPCs, oder? Yes. Cool. Oh Gott. So, dann gehe ich jetzt Baby baden. Und ihr könnt ja noch... Minen bauen.